Im Jahre 2014 jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Anlass, etwas genauer hinzusehen, Anlass für viele Publikationen, die sich mit der Frage des Grundes des Ausbruchs und damit natürlich auch mit der Frage der Kriegsschuld befassen. Und die sich dann auch befassen mit der Frage der Zuweisung und den Auswirkungen der Alleinkriegsschuld an das damalige Deutsche Reich. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde. Ich begrüße ganz herzlich zu dem Thema Peter Feist, Jan van Vlocken. Vielleicht lasst uns starten mit der Frage, inwieweit Versailles, das Versailler Diktat, etwas ist, was in der spezifischen völkerrechtlichen europäischen Tradition steht oder nicht. Wie ist das zu bewerten? Der Vertrag von Versailles ist ein Bruch mit der europäischen Tradition von Friedensverträgen. Das europäische Völkerrecht beginnt und auch seine Theoretisierung als späteres Völkerrecht beginnt mit dem Westfälischen Frieden von 1648, dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, ein internationaler, ein multilateraler Vertrag mit einer für die damaligen Verständnisse völlig normalen Amnestieklausel. Aus der will ich mal zitieren. Es soll auf beiden Seiten in ewige Vergessenheit geraten und eine Amnestie all dessen eintreten, was von Beginn dieser Unruhen an nur irgendwie und irgendwo von denen einen oder den anderen Teile hinüber oder herüber an Feindseligkeit geschehen ist. Vielmehr sollen alle und jede von beiden Seiten, sowohl vor dem Kriege als im Kriege, durch Wort, Schrift oder Tat zugefügten Unbilden, Gewaltsamkeiten, Feindseligkeiten, Schäden und Kosten, ohne jedes Ansehen der Person in der Sache derart gänzlich abgetan sein, dass alles, was immer der eine gegen den anderen unter diesem Titel vorgeben könnte, in ewiger Vergessenheit begraben sei. Also eine Generalamnestie, keine Schuldzuweisung. Und nun kommen die Amerikaner in den Verhandlungen von Versailles mit dem Gedanken, man müsse einen Schuldigen finden, ja, man müsse sogar Kriegsverbrecher als die Verursacher des Krieges aburteilen. Das ist ein völliger Bruch mit der europäischen Tradition. Ich weiß aber nicht, wo der herkommt. Also der rührt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts her, und zwar als Gefolge der sogenannten amerikanischen Sezessionskrieges, als die Nord gegen die Südstaaten kämpften, nachdem die Südstaaten diesen Krieg Bausch und Bogen verloren hatten, hat man sich nicht damit begnügt, festzustellen, dass man den Gegner besiegt hat, dass er Geld zahlen muss, dass er Gebiete abtreten muss, sondern er musste sich jetzt auch ideologisch, moralisch demütigen lassen. Das heißt also, führende Politiker der Südstaaten wurden als Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt und abgeurteilt. Militärs wurden vor Gericht gestellt, einer wurde erschossen. Der großen Teil der Südstaatenbevölkerung, die in irgendeiner Weise Amtsträger der verflossenen Regierung waren, wurde das Wahlrecht abgesprochen. Das heißt, es fand hier ein ideologischer Rachefeldzug statt, der den Gegner regelrecht kriminalisiert hat. Und diese Intention, den militärischen Gegner nicht nur als Gegner im militärischen oder politischen Sinne zu begreifen, sondern ihn bis hin zum Verbrechertum abzustempeln und ihm auch noch abzunötigen, dass er das öffentlich anerkennt und bekennt, dass er der falschen Fahne oder der verbrecherischen Fahne gefolgt ist, das rührt in der Tat schon aus den USA Mitte des 19. Jahrhunderts her. Wo kommt denn, das ist ja schon irgendwie spannend, da die ja alle, die Menschen, die dort in den USA gewesen sind, in der letztendlich aus der europäischen, in der europäischen Tradition ja aufgewachsen waren, ursprünglich mal von ihrer Herkunft, sind ja alles Europäer. Wo kommt denn eine solche ideologische Ausrichtung, dass man plötzlich nach einem Krieg sagt, jetzt wollen wir noch mal richtig abrechnen her? Das ist einfach dieser Exterminationsgedanke, den es schon gegeben hat im Krieg gegen die Indianer. Ja, nach dem Motto, nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Das heißt also, die USA sind ja entstanden im Gefolge einer Ausrottungspolitik. Ja, das ist ja sozusagen, das Knochengerüst, auf dem sich dieses freiheitliche Land, angeblich so freiheitliche Land, aufgerichtet hat, an dem Massenmord, an dem Völkermord an den indigenen Völkern dort. Und das prägt natürlich so eine Nation. Ja, und wir haben das im Bürgerkrieg gehabt. Wir haben das im Spanisch-Amerikanischen Krieg gehabt, dass die US-Truppen immer wieder, im Krieg gegen Mexiko schon, immer wieder gesagt haben, wir sind
die Guten, ihr seid die Bösen und das reicht uns nicht. Ihr müsst das auch noch bekennen, dass ihr die Bösen seid und ihr müsst euch selber dafür bestrafen oder wir bestrafen euch dafür. Das ist sozusagen ein alttestamentarischer Rachegedanke, der über die USA wieder zurück nach Europa geflossen ist. Und wie Peter schon richtig sagte, der europäischen Rechtstradition eigentlich fremd ist. Was man zum Beispiel sehr gut an den Napoleonischen Kriegen zeigen kann. Napoleon kommt in Elba auf Ehrenhaft, darf sogar eine Ehrenkompanie halten, hat einen kleinen Königshof. Die gesamte Generalität, alle seine Marschälle werden in den Dienst des französischen Königs übernommen. Da gibt es überhaupt keine Abrechnung. Das Erste, was dann neu dazukommt, ist nach dem Krieg 1870-71 mit Preußen, dass Reparationen fällig werden. Das ist aber auch früher schon mal in Kriegen gegeben, dass wenn der Aggressor eindeutig feststeht, dass man dann Reparationen fordert. Aber sozusagen eine moralische Verortung, ein Bekenntnis, ich bin der Böse und bitte haut mich, das hat es bis dahin in der europäischen Tradition nicht gegeben. Und fußt offensichtlich, wenn ich dich richtig verstehe, auf dem eigenen schlechten Gewissen letztendlich diese ganze Nation, auf der Basis eines riesenhaften Genozides und Massenmords aufgebaut zu haben. Ja, es gibt ein ganz interessantes Buch, wenn ich daraus mal zitieren darf. Das ist ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler, Harold Laswell heißt der Mann. Der hat 1927 schon in einem Buch über Propagandatechniken des Weltkrieges folgendes Interessante geschrieben. Man kann das bitte bis heute innerlich fortsetzen. Er schrieb darin: Es darf keinen Zweifel daran geben, wen das Publikum zu hassen hat. Den Krieg darf nicht ein Weltsystem internationaler Beziehungen verschulden, noch die Dummheit oder das Übelwollen aller regierenden Klassen, sondern nur die Raubgier des Feindes. Schuld und Schuldlosigkeit müssen geografisch verortet sein und alle Schuld muss auf der anderen Seite der Grenze liegen. So. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt. Es ist ja jetzt lustig, dass hier ein Konservativer und ein Marxist zusammensitzen. Lenin hat ja 1915 ein wichtiges Buch geschrieben über den Krieg, der gerade lief. Und hatte dort eine neue militärphilosophische, militärtheoretische Idee, hat nämlich die Frage gestellt, was ist eigentlich neu an diesen Kriegen seit 1900? Und hat eine ganz einfache Antwort gegeben, es sind Maschinenkriege mit Massenheeren. Es sind jetzt nicht mehr Elitesoldaten, die als Krieger für Geld kämpfen, sondern es sind Massenheere. Massenheere müssen motiviert werden. Und begründet dann sehr umfangreich, dass in diesen Kriegen die Kriegsideologie eine zentrale Rolle spielt. Das zieht sich ja durch seitdem. Wir haben ja gerade bei Kompakt auch eine extra Sonderheft darüber rausgegeben, über die Kriegsideologie. Also man muss einen Anlass erfinden, man muss den Gegner dämonisieren, um diese Leute in den Schützengraben zu zwingen. Ja, das kommt sicher korrespondierend zu dieser amerikanischen Einzelerfahrung dazu, dass Kriegsideologie eine riesige Rolle spielt, auf beiden Seiten, auf allen Seiten. Und dass dann natürlich am Ende dann auch ein Schuldiger gefunden werden muss, der sozusagen bestraft werden muss. Sonst ist ja die ganze Ideologie ohne Bodensatz. Dann hat sie ja sozusagen, hängt sie ja im luftleeren Raum. Also diese beiden Faktoren zusammen, diese spezielle amerikanische Tradition des Schuldkomplexes plus der neuen Rolle, die die Ideologie in Kriegen ganz anders als in früheren Zeiten, hat es auch immer Ideologie gegeben, es gibt Religionskriege, da spielen Ideologien auch eine Rolle, aber nicht in diesem Ausmaß. Ne? Propagandatechnik, du hast ja gerade vorgelesen, Techniken der Propaganda, das heißt, es werden technische Apparate benutzt, um Soldaten kriegsbereit zu machen, um sie im Graben zu halten und so weiter. Und das alles fließt dann in Versailles zusammen in ein völlig neues Völkerrechtskonstrukt, wo man sagen kann, von Rache und Diktat. Ja. Und es ist ja etwas, wenn man dieses Zitat, du hast es sehr schön vorgetragen, das ist ja so aktuell wie nichts anderes, dass man das fortsetzen kann bis in die heutige Zeit. Es ist immer wichtig, wo ist geografisch disloziert, wer ist der Böse. Und also das ist, ob der dann im Irak sitzt oder in Libyen sitzt, in Afghanistan sitzt, ist völlig wurscht, oder im Iran. Du hast das bis. Oder jetzt in Moskau. Oder in Moskau. Jetzt in Moskau, du hast das als wirklich roten Faden, genau diese Form der Propaganda. Jetzt hat man du hast das Versailler Diktat angesprochen, in Versailles die Kriegsschuldfrage beantwortet und natürlich eindeutig auch zugewiesen. Mit der Möglichkeit, das dann auch zu instrumentalisieren. Also vielleicht sollte man da noch ein paar Sätze zu sagen, was das für das Deutsche Reich einerseits bedeutet hat. Und auf der anderen Seite sollte man natürlich an dieser Stelle schon, wenn wir schon in diese Diskussion einsteigen, jenseits der Moral bei den Fakten fragen, ist denn diese Kriegsschuldfrage wirklich geografisch eindeutig dislozierbar? Was den Ersten Weltkrieg angeht, ja. Gibt es ja nun nur zwei große Parteien. Es gibt einmal die Mittelmächte, sprich
Deutschland, Österreich, Ungarn, Türkei, Bulgarien und dann gibt es die anderen, ja, die sogenannte Entente. So. Um diesen sogenannten Kriegsschuldparagraphen im Versailler Vertrag hat es ja auch in Deutschland riesige Diskussionen gegeben. Und erstaunlicherweise, genauso wie eben hier so schön sagte, hier sind sich mal ein Konservativer und ein Marxist einig, waren sich ja damals die Parteien von rechts bis links außen darüber einig, dass dieses ein Schandvertrag ist, der in keiner Weise... Inklusive der Mitte. Die Mitte, ich sage ja, alle Parteien, alle von rechts Parteien, bis links. Ja. Es gab, ja, dass es dann nachher dieser Vertrag unterschrieben wurde mit der Kriegsschuldlüge, lag schlicht und ergreifend daran, dass man die deutsche Regierung vor die Wahl gestellt hat, entweder ihr lasst euer eigenes Volk verhungern, denn die Seeblockade war nicht aufgehoben mit dem Waffenstillstand. Ja, und es gab in Deutschland hunderttausende Hungertote. Das wird heute auch nur noch sehr ungern gesagt. Und die Regierung stand vor der Wahl, entweder euer Volk verhungert oder wir besetzen ganz Deutschland, genau, oder wir marschieren von allen Seiten bei euch ein. Und, oder ihr unterschreibt diesen Vertrag und zwar mit allen Paragraphen, darunter auch mit diesem Kriegsverbrecherparagraphen und mit der Kriegsschuldlüge. Deutschland erkennt an, dass es die anderen in den Krieg hineingetrieben hat. So. Aber du, zu der ersten Teil der Frage. Vielleicht bevor wir auf das Instrumentalisieren einkommen, noch ein Satz, Jan, dazu. Ist denn das aus dem Stand der historischen Forschung und nicht der Propagandaforschung, nicht der politisch korrekten Forschung, sondern der Forschung, die sich wirklich mit den Fakten befasst, was ja leider Gottes bei unseren Historikerkollegen nicht unbedingt das Übliche ist, ist denn das da überhaupt zu halten, zu sagen, also hier gibt es einen Bösen, sprich Kaiser Wilhelm, der hat das Reich in den Krieg führen wollen, hat nichts anderem im Sinn gehabt und hat an dem Weltbrand gezündelt und ihn dann auch bekommen. Also interessanterweise war man da zu DDR-Zeiten etwas weiter in der Erkenntnis. Man möchte es gar nicht glauben, was diese Frage der Alleinschuldthese angeht. Es ist ja immer das Interessante, finde ich, was steht denn dann in den Schulbüchern? Ja? Wenn ich mir die kleine Abschweifung gestatten darf, der Chef der britischen Kriegspropaganda im Zweiten Weltkrieg, Sefton Delmar, hat mal gesagt, wir haben den Krieg erst dann gewonnen, nicht wenn unsere Truppen in Berlin stehen. Wir haben den Krieg erst dann gewonnen, wenn unsere Propagandalügen als unwiderlegliche Weisheiten oder Wahrheiten in den deutschen Geschichtsbüchern stehen. So. Und wenn wir uns jetzt mal ich habe mal was mitgebracht, was ich erstaunlich finde vom Erkenntnisgewinn. Und zwar sind das zwei Schulbücher aus DDR-Zeiten, Geschichtsschulbücher. Das eine ist von 1961, also ein relativ frühes. Das andere ist von 1987, das letzte offizielle, was erschienen ist. Das ist also die Zeit, die sich mit dem Ersten Weltkrieg befasst. Und was können wir darin lesen über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, respektive über Frage Schuld oder Nichtschuld? Da steht zum Beispiel 1961 drinnen, in Wirklichkeit waren die englischen Imperialisten bemüht, den Krieg zu provozieren. Die englische Regierung ermunterte Deutschland damit, den Krieg vom Zaune zu brechen. Aha, interessant, interessant. Offensichtlich war also nicht nur Deutschland derjenige, sondern England. Das war, wie gesagt, in einem frühen Stadium. Jetzt haben wir das Geschichtsbuch von 1987. Da wird es dann hochinteressant, denn das wird man in keinem bundesrepublikanischen Geschichtsbuch finden. Da heißt es nämlich über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges Folgendes. Das ist unglaublich, ja. Wie gesagt, DDR-Geschichtsbuch, da steht drin, wie die deutschen Imperialisten, so heuchelten auch die Imperialisten den anderen Ländern, ihren Völkern vor, es gelte das eigene Land vor den Angreifern zu verteidigen. In Wirklichkeit wollten die herrschenden Klassen aller Staaten mit Hilfe des Krieges imperialistische Ziele verwirklichen. Und noch besser, jetzt wird als Kriegsziel Frankreich, sogar Frankreich hatte Kriegsziele, man denke, die steht aber nicht hier, Frankreich wollte Frieden, Demokratie und Menschlichkeit verteidigen, sondern es steht drin, Frankreichs Kriegsziele waren Elsass-Lothringen, das Saargebiet, deutsche Kolonien, Zerstückelung Deutschlands. Englands Kriegsziele waren deutsche Kolonien, Auslieferung der deutschen Handelsflotte, Vernichtung der deutschen Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Ja, das müsste man heute mal schreiben und sagen, das war aus dem DDR-Geschichtsbuch, da kriegst du die Tür nicht mehr zu. Ja. Du hast ja aber auch gefragt, ob es jetzt haltbar ist. Also ich fand das schon sehr interessant, dass ich als ersten Satz von Sönke Neitzel hier, einem der Hofhistoriker per excellence gehört habe, die Alleinkriegsschuldthese lässt sich jetzt nicht mehr halten nach diesem neuen Buch, was erschienen ist, über die Schlafwandler. Ich habe dann eine Fernsehdiskussion unter der segensreichen Leitung von Herrn Knob mir angeguckt. Man sah die deutschen Hofhistoriker alle nur jammern, ob ihre alten Vorurteile, die da so minutiös widerlegt worden sind.
es lässt sich nicht halten. Es hat sich nie halten lassen. Es war von Anfang an ein Krieg von Räubern um gemeinsame oder nicht gemeinsame Beute. Das ist die Position der Linken damals gewesen. Das müsste sie auch heute noch sein. Und man muss sich ja nur mal die zeitliche Reihenfolge angucken, wer wann wem den Krieg erklärt hat. Da ist nicht Deutschland an der Spitze. Das kann man ja einfach mal in einer Tabelle machen. Dann wird man ganz schnell feststellen, dass das ganz anders war. Und ich wollte mal zu dieser Frage mit der Instrumentalisierung. Nee, lass mich einen Satz noch bevor. Du hattest jetzt angesprochen, Instrumentalisierung, bald spiele ich dir gleich zu. Das Buch von Christopher Clark, Die Schlafwandler, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. Und es gibt eine unterschiedliche Rezensionen. Man kommt um dieses Buch nicht mehr drum herum. Er ist Australier, Gott sei Dank. Es ist also niemand, der hier pro domo schreibt. Und die Welt schreibt in der Rezension, dass es also quasi eine Vorladung, eine Art Vorladung gegeben hat von ihm in Potsdam bei Militärgeschichtlichen Institut. Und da 5 Hofhistoriker ihn auseinandernehmen wollten, geht natürlich aus mit einer grandiosen Niederlage. Dann kommt ganz zum Schluss, schreiben sie, diese 5 Historiker, Hofhistoriker hier der BRD, stellen die entscheidende Frage erst zum Schluss, ob er keine Angst habe, dass sein Buch als Balsam für die deutsche Seele verstanden werden könne. Und dann antwortet Christopher Clark wundervoll, nur in Deutschland wird mir vorgeworfen, ich wäre deutschfreundlich. Herrliche, herrliche Antwort und eine herrliche Momentaufnahme des Befundes deutscher Seele in dem Zusammenhang, mit welch einer Sturheit und mit welch einer Borniertheit man an dieser Alleinkriegsschuld-These festhalten muss und festhalten will. Wieder alle Fakten. Großartig. Ja, darf ich dazu noch kurz was sagen? Herr Clark in allen Ehren, aber ich muss ja hier meine Schätze ausbreiten. Es ist ja nicht so, dass er nun sozusagen das Ei des Kolumbus erfasst hat. Ich habe hier wieder ein sehr interessantes Buch. Das ist ein englisches Geschichtsbuch von 2006, wie man schon in der Aufmachung sieht, für die große Masse. Also es ist kein fachwissenschaftliches Buch. Wie gesagt, 2006, da findet sich ein interessanter Satz und der lautet, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, im Gegensatz zum allgemeinen Glauben ist es sehr unwahrscheinlich, dass Deutschland zu jener Zeit, 1914, die Weltherrschaft anstrebte. Ja? Und das in einem, ja, das wissen unsere ehemaligen Gegner schon längst. Die Einzigen, die es noch nicht begriffen haben, nein, ich sage die Einzigen, die es nicht begreifen wollen, das sind die völlig umerzogenen bundesdeutschen Medien, Historiker und Politiker. Ja. Und es gibt in dem diese Aussage wird gestützt durch ein Zitat, was Churchill zugeschrieben wird im Zusammenhang mit der Konstruktion Lusitania, an der er ja mit dem Endergebnis maßgeblich beteiligt war, dass das Vergehen des Kaiserreiches unter Wilhelm II. Gewesen ist, eine wirtschaftliche Prosperität zu erreichen, ohne London und das internationale Hochfinanzsystem daran zu beteiligen, sondern eben selber, also die Gründerjahre ab Reichsgründung sind ja eine sehr gigantische Erfolgsgeschichte, auch ökonomisch gigantische Erfolgsgeschichte. Und davon hatte eben der Finanzplatz London nichts. Und man muss vielleicht noch mal darauf hinweisen, warum denn das so wichtig ist, dass das in diesem Buch steht. Das ist nämlich deshalb wichtig, weil diese These vom Streben nach der Weltherrschaft geht ja auf ein berühmtes Buch, glaube ich, von Fritz Fischer zurück. Fritz Fischer, ne? Griff nach der Weltmacht. Und inzwischen ist ja vorgelegt worden, mehrfach, auch er schreibt das ja, zeigt das ja noch mal deutlich, dass das beruht auf einer selektiven Quellenauswahl. Natürlich hat es aggressive Kreise gegeben, hat den Alldeutschen Verband gegeben, es hat die Kolonialgesellschaft gegeben, hat den Flottenverband, also alles extrem aggressiv, da hat es natürlich Aggressivität, Imperialismus, Verherrlichung von Militärischen, alles gegeben. Die Frage ist nur, ist das die offizielle deutsche Außenpolitik? Ist das die Politik, die der und Kaiser... Ist das solitär deutsch? Genau. Ja, ja, nee, es geht ja auch jetzt in Deutschland. Und man muss auch der Linken sagen, dass diese selektive Wahrnehmung, die von Fritz Fischer kommt, eben einfach nicht den historischen Tatsachen entspricht. Das zeigen uns dann immer ausländische Historiker, dass das alles ein bisschen anders ist. Aber ich will unbedingt nochmal zurück auf diese Instrumentalisierung. Werde nicht vergessen. Instrumentalisierung. Man kann lange streiten, von wem das Zitat nun ist. Ich meine, es ist von Lenin, aber da gibt es wahrscheinlich wieder bei wichtigen Zitaten 5, 6 Autoren.
Dieser Satz, dieser Friedensvertrag trägt den Keim eines neuen Krieges in sich. Das ist die entscheidende Einschätzung von Versailles. Deswegen habe ich vorhin auch den Westfälischen Frieden mit dem Amnestieparagrafen. Alles ist allen vergeben. Wir stellen keine Ansprüche. Wir fangen nicht an, rückwärts aufzurechnen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, den Frieden dauerhaft zu machen. Wenn ich aber anfange, im Frieden neue Kriegsgründe zu sanktionieren, also Elsass-Lothringen ist x-mal umkämpft gewesen zwischen Deutschland und Frankreich. Wenn ich das rückannektiere oder auch annektiere, oder wie man das immer sehen will. Ja? Wenn ich anfange, Teile des alten preußischen Besitzes im Osten an Polen zu geben und so weiter. Das schaffe ich doch Leute neue Kriegsansätze. Ich muss ja auch Völker verpflanzen, weil kleine Minderheiten von Deutschen wie in Sudeten oder in Schlesien sind plötzlich unter fremder Herrschaft. Das sind doch alles zukünftige Kriegsanlässe. Und deswegen ist es ein Raubfrieden oder ein Diktatfrieden, weil er eben nicht diesen Ausgleichsgedanken hat. Nicht dieses, wie können wir die Völker versöhnen, wie können wir von mir aus auch über Reparationen die Dinge ausgleichen, sondern es ist der Versuch, sich zu bereichern, den anderen zu berauben, ihn zu schwächen, dauerhaft zu schwächen. Das ist gerade bei den Briten ein zentrales Motiv. Die Deutschen sollen kriegsunfähig werden, indem man sie schwächt. Deswegen ja auch dann im Zweiten Weltkrieg diese Aufteilungsideologie. Und das hat eben, wie gesagt, mit einer, sage ich es mal, Kultur eines demokratischen Friedens, eines gerechten Friedens im Sinne der Aufklärung von Kant überhaupt nichts zu tun. Denn der gerechte Frieden ist ein Frieden, der alle versöhnt. Und dieser Versöhnungsgedanke fehlt in Versailles. Er wird ersetzt durch den Gedanken des Schuldigen, der bestraft werden muss. Und deswegen gibt es auch diese eigentümliche Sache, dass eben das wichtigste Parteiprogramm der Kommunistischen Partei Deutschlands, jetzt rede ich mal für meine Tradition, eben heißt das Programm der nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Das heißt nicht der sozialen und der nationalen, sondern das hängt mit national an. Und da steht in den ersten Paragraphen Abschüttung des Raubfriedens von Versailles. Ja, das ist ja für jemanden, der die Geschichte nur oberflächlich kennt, etwas verwunderlich, weil auf der anderen Seite Adolf Hitler ja fast genauso argumentiert und auch sagt, dieser Vertrag ist eine Geißel für Deutschland und muss beseitigt werden und so weiter. Und das war aber damals die Massenstimmung. Und man erinnert sich mal an Sebastian Haffner, der mal nachgezeichnet hat, diese Kriegsschulddebatte in einem Vorwort zu seinem Buch über die Marne-Schlacht. Da gibt es ein Vorwort über die Kriegsschulddebatte. Ja. Das muss man mal lesen, was der da aufführt, wie viele tausend Bücher geschrieben worden sind über diese eine Frage. Ja? Wer war denn schuld am Kriegsausbruch? Ein Krieg ist immer der Zusammenprall verschiedener sozialer und ökonomischer Interessen. Immer. Und wenn alle Länder, die maßgeblich an diesem Krieg beteiligt sind, Imperialismen sind, also Leute, die gewöhnt sind, seit 50 Jahren durch Raub und Annexion die Welt unter sich aufzuteilen, dann ist es albern zu sagen, einer von denen ist der wichtigste Räuber. Ja. Bei der Instrumentalisierung der Alleinkriegsschuldsfrage in dem Versailler Diktat, du hast das angesprochen mit den Reparationen, die ökonomische Seite als Belastung für die Weimarer Republik hat ja eine Dimension gehabt, die also nicht nur Reparationen, nicht nur Abgabe von den Lokomotiven, so und so viel der Tonnagen an Kohlenproduktion, die ganzen Reparationen in Reichsmark, also in Goldmark, die letztendlich das ganze 20. Jahrhundert über angattert, wir haben jetzt irgendwann die letzte Rate bezahlt, die deutlich machten, was du, also nochmal unterstreichen, auch was du gesagt hast, dass damit natürlich der Keim für eine aggressive Gegenreaktion gelegt wurde. Ja. Ein Revanchekrieg. Ja. Es gibt ja sogar Verschwörungstheoretiker, die sagen, das lag im Interesse bestimmter Leute, dass man einen Revanchekrieg in den Vertrag implementieren wollte. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ne? Aber es ist schon sehr verwunderlich, was die Franzosen da vor allen Dingen gemacht haben, die ja genau die letzten Jahre davor das Umgekehrte erlebt hatten. Die waren ja auch Opfer eines ungerechten Friedens. Ne? Der, nach dem Deutsch-Französischen Krieg, das war ja auch ein ungerechter Frieden, aber kein Raubfrieden. Und also es ist schon sehr verwunderlich. Und es hat ja genug warnende Zeitgenossen gegeben, die damals schon gesagt haben, Humanisten, die gesagt haben, das ist alles nicht in Ordnung. Ihr schafft den Keim eines neuen Krieges, ihr schürt die Aggression unter den Völkern. Ne? Und wir haben ja im 20. Jahrhundert etwas, was es so vorher in der Geschichte auch noch nie gegeben hat, Massenumsiedlungen. Also Stalin hat Massen umgesiedelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Deutsche aus vielen Gebieten vertrieben. Das ist auch alles eine Folge von Versailles. Und gleichzeitig die Folge, dass alles, was man im Versailler Vertrag oder im Gefolge der sogenannten Pariser Vorortverträge konstruiert hat, an merkwürdigen Kunststaatsgebilden in Europa, wie Jugoslawien, wie die Tschechoslowakei oder dieses seltsame nach Weißrussland ausgedehnte Polen, dass die ja alle in sich zusammengekracht sind Anfang der 90er Jahre, weil es eben kunst- und keine lebensfähigen Staaten waren. Ja, weil man auch da
die verschiedensten Nationalitäten mehr oder minder gewaltsam zusammengezwängt hat und das doch weit in den Hintergrund geschoben hat, was man meinetwegen dem Habsburger Vielvölkerstaat unterstellt hat, dass er die Völker unterdrückt hat. Hier war das noch viel mehr der Fall. Und das ist auch in sich zusammengebrochen, so wie jetzt auch diese Kriegsschuldlüge, so können wir doch annehmen, langsam aber sicher in sich zusammenbrechen wird. Erstaunlich ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir fast schon beschämend ist es allerdings, dass wir ständig als Deutsche darauf hoffen müssen, dass uns Schützenhilfe von ausländischen, möglichst noch vom ehemaligen Kriegsgegner, Historikern, gesagt wird, wie die Dinge eigentlich waren. Eigentlich wollen wir doch die Bösen sein. Wir haben doch unseren Sündenstolz und nehmt uns doch nicht auch noch den Ersten Weltkrieg weg, den wir vom Zaun gebrochen haben. Das ist schon persönlich beleidigend für einige. Ja. Ja? Es ist so eine für einige, die dann meinen, die Staatsräson sei in Israel begraben oder so. Ne? Also muss man schon sagen, es ist nicht in Ordnung. Es ist eine. Ich halte von dieser These vom Schuldstolz nur nichts. Es kann ja sein, dass Einzelne da so denken. Ich glaube, dass das Volk nicht denkt. Ich habe ja auch nicht vom Volk gesprochen. Nee, er hat ja nicht vom Volk geredet. Also man darf ja das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Wir sind nicht völlig unschuldig am Ersten Weltkrieg. Und es hat auch deutsche Kriegsverbrechen gegeben, in beiden Kriegen massenhaft, vor allem im Zweiten. Das wollen wir ja alles gar nicht wegdiskutieren. Ne? Nicht, dass wir da falsch verstanden werden. Nur man kann eben auch nicht so tun, als sei Deutschland der Erstverbrecher der Geschichte. Das ist einfach nicht wahr. Ja, aber diese Frage dieses Schuldstolzes, das ist schon etwas, was man beobachten kann, in den Medien beobachten kann, bei den Historikern beobachten kann, natürlich ganz stark in der Politik beobachten kann, dass es eine ganz spezifische Form eines neuen Herrenmenschen, der nämlich herrenmenschlich schuldig ist, die damit geboren ist, und dass man mit dieser Form offensichtlich hierzulande sehr gern hausieren geht oder sich gern in dieser Rolle gefällt. Also da haben wir dann nun schon wirklich einen Dissens, wenn die Linken immer sagen, das Volk ist gut und die Herrschenden sind böse. Also mit Verlaub, ich weiß nicht, was das Volk denkt. Ich bin nicht das Volk und ich habe da keinen Draht hin. Aber wenn ich, sagen wir mal, in 100 Jahren beurteilen muss, was geistig-ideologisch in diesem Lande hier vorgeht, woran muss ich mich dann halten? An die herrschenden Eliten. An die Eliten fällt einem schon fast schwer, über die Zunge zu kommen. Aber bitteschön, an die etablierten Medien, an die etablierten Historiker, an die etablierten Politiker. Da muss ich in 100 Jahren notabene zu dem Schluss kommen, hier hat ein geradezu national-masochistischer Sündenstolz geherrscht. Ob das im Volke dann so war, kann ich in 100 Jahren leider nicht mehr feststellen. Ja, ich weiß nicht, wie umerzogen unser Volk schon ist. Das müssen andere entscheiden. Also man kann da, ihr sitzt in einem Umfeld des Internets hier in diesem Moment, mit einer gewissen Entspannung feststellen, dass es eine riesige Diskrepanz zwischen dem, was die Menschen in Chats, in Foren, im Internet von sich geben und dem, was offizielle Lehrmeinung ist. Wir erleben das ganz aktuell im Zusammenhang mit der Einschätzung Russlands, mit der Einschätzung Putins, mit der Einschätzung der Ukraine. Die Mehrheit der Deutschen ist auf Seite Putins, die Mehrheit der Politiker sieht in ihm, was ich was hätte. Das weiß ich gar nicht mal, ob die jetzt aktuell bei der Krim-Krise auf Seiten Putins sind. Was ich soziologisch verifizieren kann, ist, es gab eine massenhafte Ablehnung der Hetze gegen die Olympischen Spiele in Sotschi. Es hat das Volk richtig umgetrieben. Sogar Leute, die so relativ unpolitisch haben, gesagt, was soll denn das? Diese ständige Einprügeln auf die Russen. Wir wollen die Spiele sehen und nicht den ganzen Tag ideologisch verhetzt werden. Da hat sich deutlich gezeigt, ja, dass das Volk denn doch nicht mehr so verrückt ist, wie manche es ihm einreden. Also ich bin da optimistischer als du. Ja gut, ich bin ja Kulturpessimist. Mist, aber ich will mal zurück zum Thema. Ja, wir müssen ja die Frage stellen, welche Fernwirkung hat das? Ja. Und es gibt eine Fernwirkung, die unbestreitbar ist, das Aufkommen des Faschismus. Ohne den Versailler Vertrag und seine Folgen, Reparationszahlung, Inflation als Folge der Reparationszahlungen, Besetzung von Gebieten von Deutschland, Abtrennung von Gebieten, ungeklärte Grenzkonflikte und so weiter, hätte der Nationalsozialismus nicht die ideologische Rückwand gehabt, auf der er sich austoben konnte. Das war für Hitler sozusagen eine Steilvorlage, um aus einem zum Teil berechtigt verletzten Nationalstolz eine nationalistische Ideologie zu machen und am Ende auch eine terroristische Ideologie. Und das muss man sagen, also die Alliierten sind am Aufkommen des Faschismus mitschuldig insofern, dass sie einen Vertrag gemacht haben, der ihm als Steilvorlage gedient hat. Das muss man als Linker wenigstens sagen dürfen. Denn du darfst als Linke auch noch was anderes sagen, dass die demokratischen Kräfte in der Mitte dieses Diktat, dieses Schanddiktat, wie sie es alle verstanden haben, von, wie du sagst, von links außen bis rechts außen, haben unterschreiben müssen.
Für die Kommunisten wie für die Nationalsozialisten gab es die sehr bequeme Situation zu sagen, nein, ihr habt unterschrieben, wir sind dagegen, aber ihr musstet das Ding ratifizieren. Und damit ist das demokratische Nachkriegsdeutsche nach dem Ersten Weltkrieg in einer Weise moralisch-politisch geschwächt gestartet, dass es den innenpolitischen Feinden nahezu schutzlos mit der Ausplünderung. Und ich halte nun von dieser bürgerlichen These, die Demokratie sei zwischen links und rechts zerrieben worden, nicht so sehr viel. Weil ich sehe eigentlich nur, dass sie von rechts zerrieben worden ist, weil die Linke war gar nicht so einflussreich, um da was zerreiben zu können. Ach, die tun mir jetzt aber richtig leid, die armen Kommunisten. Der Rote Front-Kämpfer-Bund gab es nicht, nein? Doch, natürlich. Na ja, okay. Anderes. Okay. Nee, aber das ist ja eine wichtige Frage. Ja. Was interessant ist, ist, dass auch eine Folge von Versailles, und das ist eine direkte Folge von Versailles, das Aufleben von Frontbünden ist. Du hast das Stichwort Rotfrontkämpferbund, das gab es ja in allen Lagern. Es gab den Stalin, es gab die SA, Frontbünde. Was war der gemeinsame Inhalt dieser Frontbünde? Das war die erlebte Soldatenkameradschaft in den Weltkriegsgräben, die man jetzt nicht mehr erleben durfte, weil das sozusagen politisch unkorrekt war, zu sagen, ich bin stolz darauf, dass ich den Krieg durchgehalten habe, dass ich für mein Vaterland eingetreten bin und so weiter. Da hat die KPD genauso drauf gespielt wie die SPD und der Stahlhelm und alle haben das gemacht. Und warum war das so? Weil eben Versailles als ungerecht empfunden wurde. Hätte man einen rationalen Blick auf den Krieg zugelassen, ohne Kriegsschuldthese, Alleinschuldthese, dann wären auch diese Frontbünde gar nicht in diesem Ausmaß entstanden. Also, und das führt zur Militarisierung der Politik. Auf allen Lagern. Die Militarisierung der Politik ist natürlich insofern Demokratieschwächen gewinnt. Da würde ich zustimmen. Also, dass jede Partei einen militärischen Verband hatte, der auch den Bürgerkrieg auf der Straße geübt hat, also gerade zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten, war es ja auch wirklich blutig, das hat natürlich die Demokratie nachhaltig geschwächt. Und das ist aber auch eine Folge von Versailles. Also ich bin da zunächst mal etwas zusammengezuckt, als du den Satz gesagt hast, am Aufkommen des Faschismus ist Versailles schuld. Weil für mich Faschismus, im Gegensatz zu eurer kommunistischen Definition, ist für mich der italienische Faschismus. Bitte schön. Italien gehört aber zu den Siegermächten des Ersten Weltkriegs. Was hat das mit Versailles zu tun? Nein. Und dann habe ich aber weiter nachgedacht. Wenn du redest, kann ich ja nachdenken. Und dachte mir, er hat ja gar nicht so Unrecht. Denn Italien gehörte zwar nominell zu den Siegermächten von Versailles, hat sich aber vollkommen überrumpeln und auf Deutsch gesagt betrügen lassen von den Westmächten. Die haben den Italienern alle möglichen Sachen, damit Italien, das ja eigentlich mit Deutschland verbündet war, 1915 in den Krieg eintritt, hat man Italien, also die können Albanien besetzen, die können die Ägäis besetzen, die können Kreta besetzen, ja. Und dann kam plötzlich in den Verträgen, waren die Italiener an die Wand gedrückt und stellten fest, bis auf ein paar Gebiete um Triest herum hatten sie überhaupt nichts außer Südtirol. Und außer ein paar hunderttausend Toten. Genau da ist das, was du sagst. Da entstanden die Arditi Popolare, diese Fasci, die Combattimenti, diese alle ehemaligen Weltkriegssoldaten um Benito Mussolini, die sich auch durch diese ganze Versailler Nachkriegsordnung betrogen fühlten und sagten, wir haben also, weiß ich nicht, 400.000 tote Italiener, was haben wir dafür bekommen? Also die fühlten sich letztlich genauso wie Deutschland von den Versailler Mächten betrogen, was dann auch durchaus dem Bündnis zwischen Hitler und Mussolini gewisse Kongruenz gegeben hat. Ja? Dass beide sagen, eigentlich sind wir beide Verlierer des Ersten Weltkriegs. Insofern würde ich dir da gar nicht mal widersprechen. Und jetzt können wir mal die deutsche Brille absetzen, dann wird die Sache ja noch dramatischer. Diese Situation des ungerechten Friedens von Versailles und Trianon, jetzt komme ich mal auf Trianon, gefährdet ja bis heute die Europäische Union, nämlich mit dem Problem Ungarn. Die Ungarn sind bis heute nicht einverstanden mit den friedensvertraglichen Regelungen von Trianon und gefährden Ungarn, damit. Ungarn ist das einzige Land, was rundherum an Ungarn grenzt. Ja. Es ist das einzige Land überhaupt. Also man muss dazu vielleicht, Dimension zu verdeutlichen, sagen, Ungarn hat drei Viertel seines Territoriums verloren an die Nachbarstaaten. Die Hälfte der Bevölkerung. Und ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Also dagegen ist ja Deutschland noch ganz gut weggekommen nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann Weltkrieg. Wundern wir uns, wenn da ein nationalistischer Mann an die Macht kommt, der Orban, und die ganze Europa regt sich auf über den. Ja, aber ich meine, das ist ein Kriegsherd erster Ordnung. Weil wenn die EU nicht sozusagen eine Möglichkeit findet, diese Trianon-Sachen zu korrigieren, dann bleibt Ungarn in einer ziemlichen Vertracktheit gegenüber seinen Nachbarn und auch der europäischen Gemeinschaftsidee. Also das ist eine Fernwirkung von Versailles. Wieder ein ungerechter Raubfrieden führt bis heute zu Konflikten. Und dass es da noch keine militärischen Auseinandersetzungen gibt, ist ein Glücksfall. Es hätte genauso enden können wie in Jugoslawien. Ja.
bei dem Thema, insofern muss ich noch mal einmal zurückkommen, wir haben das jetzt angesprochen bei Ungarn auch, was diese ganzen Gebietsabtretungen betrifft und wirklich das Zeichnen von Kunststaaten und. All das hat ja mit dem Völkerrecht relativ wenig oder gar nichts zu tun. Nun ist ja ein amerikanischer Präsident angetreten, nachdem er dann in den Krieg eingetreten war. Am Anfang war die USA ja nicht dabei. Erst die Lusitania-Fake-Geschichte hat ja die USA dann auch auf die gewünschte Schiene gebracht. Angetreten mit seinen berühmten Punkten, wo das Selbstbestimmungsrecht der Völker als eine zentrale Botschaft und Forderung mit drin war. Wie ist denn zu erklären, dass dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker sowas von mit den Füßen getreten wurde, also in dem Versailler Diktat, an allen Ecken und Enden und der eigentliche militärische Sieger und politische Sieger und Erbe auch des britischen Imperiums, nämlich die USA, da nicht gegengehalten haben? Oder war das alles wieder auch nur Politpropaganda? Also ich muss da in einer Sache muss ich Widerspruch anmelden. Vielleicht weiß das auch nicht jeder. Die Versenkung der Lusitania durch ein deutsches U-Boot war 1915. Ich glaube, ja, im Sommer 1915. Die USA sind aber erst im April 1917 eingetreten in den Weltkrieg. Und zwar nicht wegen der Lusitania. Die Amerikaner sind Geschäftsleute. Die überlegen sich, ob ich wegen ein paar hundert Toten, ja, wohlgesagt mit schlechtem Gewissen, und das Schiff hatte Munition geladen und die Deutschen hatten gewarnt, dass es nicht auslaufen soll, deswegen einen Krieg anzufangen, das hätte man der amerikanischen Bevölkerung gar nicht verkaufen können. Aber in dem Moment, wo sich der Sieg der Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn abzeichnete, weil nämlich Russland aufgrund der Februarrevolution aus dem Krieg auszuscheiden drohte und England und Frankreich, denen ja die USA Milliardenkredite gegeben hatte, die offensichtlich den Krieg zu verlieren drohten, da erst sind die Vereinigten Staaten in den Krieg eingetreten, kalten Herzens, ohne dass sie einen Anlass mit toten Frauen oder Kindern brauchten. Das hieße, den US-Imperialismus wirklich zu verharmlosen, und man denkt, wegen eines untergegangenen Schiffes würde er in den Krieg eintreten. Da steckten ganz andere Interessen dahinter. Nur die Propaganda ging da los. Danach. Sicher, die antideutsche Propaganda ging aus mit der Behauptung, Deutschland wolle in Mexiko einmarschieren. Also das muss man jetzt nicht kommentieren. Nein. Ja. So, aber deine Frage nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, das ist ja sozusagen schwer. Historischer Verkehrsunfall. Weil das in Europa zu fordern, wo es fast keine Nation gibt, in der nicht unterdrückte Nationen lebten, selbst in Frankreich gibt es Bretonen und sonst was und in England gibt es Schotten und Waliser und so weiter, war ja vollkommener Irrsinn. Hat ja mit der Realität Europas überhaupt nichts zu tun, denn fast alle europäischen Staaten inkorporieren mehr oder weniger stark unterdrückte Minderheiten. Wir haben so Sorgen. Also das war ein Gedanke, der dem europäischen Recht fremd sein musste, weil er zum Sprengen der Nationalstaaten führte. Und deswegen hat es auch nicht funktioniert. Weil das natürlich gar nicht ging, weil das völlig realitätsfremd war. Wir hätten wahrscheinlich, weiß nicht, 150 Staaten in Europa, wenn man das Selbstbestimmungsrecht jedes kleinen Volkes wirklich hätte durchsetzen wollen in Versailles. Das wäre ja gar nicht gegangen. Also mussten Kunststaaten erfunden werden, wo bestimmte Nationalitäten, von denen man glaubt, dass sie irgendwie zusammenleben können, eingesperrt worden sind. Du hast das Beispiel der Tschechoslowakischen Republik genannt, ne? Die ja jetzt auch in zwei Staaten geteilt ist. Das schlimmere Beispiel ist Jugoslawien, der Kunststaat und so weiter. Also das war ein irrsinniges Konzept, das nur kommen konnte von einem Politiker, der so amerikanisiert war, dass er die Realität in Europa gar nicht kannte, dass dieses Selbstbestimmungsrecht praktisch nicht durchführbar ist, weil es selbst Frankreich und Großbritannien sprengen würde. Nur wenn ich es ernst nehme, also wenn ich jetzt der Auffassung bin, das ist eben etwas, woran ich mich halten muss, dann ist eben weder Elsass-Lothringen noch Olpe-Malmedy noch die Schlesischen noch Südtirol solche Abtretungen, von denen ja klar war, dass sie dem selbst, also wenn die Leute gefragt worden wären, sind ja zum Teil gefragt worden und zum Teil hat das ja keinerlei Auswirkungen gehabt. Genau. Das heißt, man hat mit der Fahne des Selbstbestimmungsrechts gewedelt und ist dann trotzdem hergegangen und hat es mit Füßen getreten. Also insofern auch das natürlich eine politische Auswirkung auf die innere Struktur. Wobei man natürlich auch eines berücksichtigen muss, wenn ich mal auf den Amerikanern rumhauen, Präsident Wilson, US-Präsident, hatte ja die Vorstellung, dass in den Gebieten, wo es strittig ist, sind das nur Polen, wollen die nun zu Polen oder zu Deutschland oder zu Dänemark oder zu Deutschland oder zu Belgien oder Deutschland, dass man dort richtig schöne demokratische Volksabstimmungen macht. Der Gedanke war ja gar nicht verkehrt. Nur wie ist es nachher gelaufen? Beispiel Ost-Oberschlesien. Ja. Ja. Da haben also
62% der Bevölkerung, wenn ich mich recht erinnere, für Deutschland optiert. Ja, also sie wollten bei Deutschland bleiben. Da hat Polen lautstark Protest eingelegt. Und was war da? Die Volksabstimmung in französischen Händen lag und Frankreich ja Polen als Bundesgenossen sowohl gegen Deutschland wie gegen Sowjetrussland brauchte, hat man dieses Ergebnis einfach annulliert und hat gesagt, so, der eine Teil, den die Polen wollen, Katowice, wo die ganzen Kohlengebiete sind, das kriegen die Polen, egal wie die Bevölkerung entschieden hat. Und der Rest, der noch bleibt, kommt an Deutschland. Dass das natürlich Leute, die dieses demokratische Theater mitmachen und inbrünstig für Deutschland stimmen und dann werden sie doch über einen Löffel balbiert. Das hat nur ein einziges Mal funktioniert. Das war die Volksabstimmung in Nordschleswig, wo es darum ging, soll Nordschleswig dänisch oder deutsch bleiben. Da wurde dann wirklich nach dem Abstimmung geteilt, ich weiß heute noch dänisch ist, also Gegend um Tøndern, Haderslev, das kommt zu Dänemark und die anderen, die für, da hat es geklappt. Aber ansonsten, Eupen, was du sagtest, Eupen, Malmedy und so weiter, man nimmt ja gesagt, die Südtiroler hat keiner gefragt. Ja, da wurde, das wurde ja, einfach so gemacht. Eine Volksabstimmung in Österreich, ob die zu Deutschland wollen, die Also das Übelste an dieser ganzen Geschichte ist ja genau, da, das muss man sich mal vor Augen halten. 1919 gab es in Österreich ein frei demokratisch, Frauen-Männer-Wahlrecht, alles super demokratisch gewähltes Parlament. Und dieses Parlament und sein und der Regierungschef, sozialistische Bundeskanzler Renner, haben also durch Parlamentsbeschluss festgelegt, Deutsch-Österreich ist ein Teil Deutschlands und wir wollen deutscher Bundesstaat werden. Damit war die Sache eigentlich klar. Aber was ist geschehen? Die Westalliierten haben gesagt, sollte das passieren, marschieren wir in Österreich ein. Und damit war der Volkswille war null und nichtig. Und noch 1930, als Österreich nichts weiter infolge der Weltwirtschaftskrise eine Zollunion mit dem Deutschen Reich geschlossen hat oder schließen wollte, haben die Franzosen vor allem durch Kriegsdrohungen verhindert, dass Deutschland und Österreich wenigstens eine Wirtschaftsunion bilden. Und da bitte schön, um nun der politischen Korrektheit die Krone aufzusetzen, wundere ich mich doch nicht, wenn 1 Million Österreicher auf dem Heldenplatz im März 1938 Adolf Hitler zujubeln. Da darf man sich auch nur wirklich nicht drüber wundern. Da sind wir bei den Auswirkungen. Und das meine ich auch wirklich mit lebensfremdes Konzept. Ja. Also es gibt ja sozusagen in die eine und in die andere Richtung völlige Ausfransungen, die ganz irrational sind. Das wird dem Wilson ja auch zu Recht immer wieder vorgeworfen, dass viele von seinen Forderungen, er hat ja auch Menschenrechtskonzeptionen gehabt, die ja sehr fortschrittlich war, die ja mit der europäischen Realität, nicht mal mit der amerikanischen Realität was zu tun hatte. Ja. Man stellt sich mal vor, man hätte ein Selbstbestimmungsrecht für die Indianer eingeklagt oder für Südstaaten für eine Negerrepublik gründen wollen, als Selbstbestimmungsrecht oder so. Das wäre alles Irrsinn gewesen. Ja. Also deswegen, es hatte was von Weltfremdheit und es konnte auch nicht gut gehen, weil es eben einfach weder der europäischen Tradition entsprach, noch weil es völkerrechtlich im Prinzip war, wo es für Normen gab. Ich meine, das Völkerrecht hat ja nur eine einzige, das kann ja nur moralisch wirken, weil es gibt kein jus cogens, kein zwingendes Recht, niemand kann Völkerrecht einfordern. Das versuchen wir zwar jetzt mit dem Sicherheitsrat, aber es klappt ja meistens gar nicht. So, wenn aber kein Normapparat dafür da ist, kein eingespielter, historisch gewachsener, dann ist so eine Forderung utopisch. Ne? Und was sagen wir denn, was sagen wir jetzt zur Krim? Also soll man dann das Selbstbestimmungsrecht der russischsprachigen Bevölkerung auf der Krim anerkennen oder nicht? Das ist ja gerade Europa komplett drüber gespalten, die ganze Welt. Was sagen denn die Tataren? Die wollen Tatarenrepublik haben. Genau, also das, wenn man das zu Ende dickt, dann löst sich die Ukraine in neuen Einzelstaaten aus oder irgend sowas. Ja, also das ist ja just damit diese Geschichte mit dem Kunststaat Jugoslawien. Ja, Jugoslawien war ja nichts weiter als eine Belohnung Serbiens dafür, dass es diesen Krieg initiiert hat. Ja. Also ich möchte jetzt wirklich davor... So ist aber auch, das kann man hier bei Clark sehr schön nachlesen, so ist es aber auch verstanden worden. Also wir dürfen, das ist wie ich das gesehen habe, ein herrliches Foto aus den 50er Jahren, die Fußabdrücke, wo der Attentäter stand, sind in Bronzetafeln in Sarajevo eingegossen, als Erinnerung, dass da der Start für Großserbien gelegt wurde. Die gibt's, ob die heute noch sind, ist ein Foto aus den 50er Jahren. Aber zumindest hat man das genauso verstanden, natürlich. Was du sagst. Absolut richtig. Es gibt natürlich, könnte man sich jetzt hinstellen, das wird teilweise auch gemacht. Der Dummheit sind ja keine Grenzen gesetzt, sondern gesagt, ja, aber Serbien hatte doch mit dem Mord in Sarajevo gar nichts zu tun. Die Attentäter waren alles keine Serben, das waren alles Bosnier. Da kann ich nur sagen, ob das Bosnier, Bantu-Neger oder Serben waren, ist völlig egal. Eines steht fest, sie sind vom serbischen Militärgeheimdienst ausgerüstet, indoktriniert und über die Grenze geschwungen.
abgemogelt worden. Also bitteschön, was soll man noch mehr machen? Ja? So, und man muss dazu wissen, dieses Wort Jugoslawien gibt es ja erstmal gar nicht. Ja? Das Königreich, was da zusammengesetzt wurde, hieß Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. So hieß das. Und erst in einem Staatsstreich 1926 wurde es in Jugoslawien, also in südslawisches Königreich umbenannt. Übrigens einer der übelsten Diktaturen in den 20er Jahren, ja, die sich dann entwickelt hat. Und die Folgen, da haben wir ja heute noch auf dem Balkan. Wobei das vorher auch kein Zuckerschlecken gewesen ist, wie man in Serbien miteinander umgegangen ist. Also das ist nochmal eine ganz eigene... Also ich sag mal, die deutsche Losung, Serbien muss sterbien, die hatte schon was für sich. Ja. Naja, das ist ein purer Nationalismus. Aber ich will nochmal nach Osteuropa den Blick werfen. Auch in Osteuropa hat der Versailles verheerende Folgen gehabt. Es gibt ja diesen blöden Satz über Polen von Bismarck, ne? Will ich jetzt nicht zitieren, das ist zu unkorrekt. Aber jedenfalls ist der polnische Staat ist also ja ein Kunstgebilde dann geworden, zusammengeraubt aus anderen Ländern. Was ja dann zu ständigen Grenzkonflikten mit der Sowjetunion geführt hat, mit der sich bildenden, und dann ja auch zum ersten großen Krieg. Ja, also die Sowjetunion als Außenkrieg führen musste oder der ja aufgezwungen war, wie man das sehen will. Also es hat eigentlich überall nur verheerende Wirkungen gehabt. Ne? Bis heute ist die Ostgrenze Russlands umstritten, wie wir jetzt wieder in Kiew sehen können. Auch das ist eine Spätfolge. Dieses Galizien gehörte immer zu Österreich, jetzt ist das polnisch und zum Teil ukrainisch, ist auch gespalten. Soll man jetzt noch einen galizischen Staat ausrufen mit Selbstbestimmungsrecht? Also Versailles hat eigentlich nur negative Folgen gehabt, weil es eben dieses Ausgleichsprinzip mit einem Diktat überlagert wurde. Wobei ich noch ergänzen möchte, Polen hat ja nicht nur gegen Sowjetrussland Krieg geführt, sondern gegen jeden Nachbarn. Ja, gegen jeden seiner Nachbarn, gegen Ungarn, gegen Litauen. Litauen wurde zur Hälfte von Polen. Das war also Polen ist nun wirklich im 20. Jahrhundert der aggressivste Herd, den man sich nur vorstellen kann. Ja, und das alles auch zwischen den Kriegen. Zwischen den Kriegen. Also, ich meine jetzt in dieser Zeit nach Versailles, ja, wo man also diese seltsamen Grenzen gezogen hat und Polen meinte, also wie gesagt, Ostoberschlesien ist unseres und so weiter. Ja, möglichst bis zur Oder oder noch bis zur Elbe muss es gehen. Das berühmte Bild, wo der polnische General ins Brandenburger Tor einreite von 1934. Ne? Das zeigt ja, was da los war. Also wie gesagt, das ist das Gegenteil eines Friedensvertrages. Es hat nur Unruhe, nur Bürgerkriege, Kriege und Revolutionen hervorgebracht. Und man kann wirklich nur Schandfrieden dazu sagen oder Diktat. Deswegen sind sich da auch Linke und Rechte einig, weil die Folgen, die das gehabt hat, sind für die europäische Geschichte katastrophal gewesen. Da darf ich noch mal kurz, auch wenn euch das nervt, unseren Kaiser zurückkommen, weil das so eine schöne zeitliche Koinzidenz ist. Ja? Und zwar spielt das Ganze sich im September 1912 ab. Da kommt wieder der Franz Ferdinand von Österreich zum Jagdausflug nach Springer bei Hannover zum Kaiser, und der Balkankrieg ist gerade am Köcheln, und der Kaiser ist sehr besorgt, dass Österreich da eingreifen könnte, und sagt zu seinem Franz Ferdinand, zu seinem vertrauten Freund, pass auf, wir müssen das im Balkan ruhig halten, und ich sage dir eins, lieber Franz Ferdinand, bloß keine Dummheiten machen. Ja, das war so typisch Kaiser, ja, das war im September 1912. Und zur selben Zeit, das ist wahrscheinlich zufällig, aber trotzdem, weil es zur selben Zeit war, fand ich das so interessant, im September 1912 ist der Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte, Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, zu Gast bei einem Manöver der französischen Armee in Saumur. Und da ist auch der französische Kriegsminister dabei. Und da gibt der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch folgenden Trinkspruch offiziell aus: Ich trinke auf unseren gemeinsamen Sieg in der Zukunft. Auf Wiedersehen in Berlin, meine Herren. Ja, wer ist jetzt der Kriegstreiber? Gute Frage, ne? Okay, es ist ein, wie Fontane sagen würde, weites Feld, dieses Thema. Eines ist klar, die Fischerschen Scheuklappen, die wir hier in der BRD in besonderer Weise verinnerlicht haben, haben mit der historischen Realität nichts zu tun. Da haben verschiedene Historiker eine Menge zu geleistet, und vor allen Dingen eben, das ist das, was du zu Recht beklagst, oft solche aus dem Ausland, während man eben hier versucht, an dieser ideologischen Schuldkult festzuhalten. Christopher Clark hat mit seinem Schlafwandler eine Publikation vorgelegt, die das in derselben Richtung nochmal unterstreicht und deutlich macht, dass es eben mehrere Spieler gegeben hat, wenn es darum ging, dass die unterschiedlichen Imperialismen letztendlich dann in einen Krieg hinein spaziert sind. Und es ist dann letztendlich auch egal, wie prozentual der Anteil so oder so ist.
aber eine Alleinkriegsschuld, wie sie in dem Versailler Diktat festgelegt wurde, hat mit der historischen Wirklichkeit nichts zu tun und hat einen Haufen Schaden angerichtet. Ja, da sind wir uns einig. Ja, da sind wir uns, aber darf ich, weil du ja sagtest, du bist Optimist, ich versuche jetzt auch mal optimistisch zu sein. Vielleicht ist jetzt auch die Zeit endlich in Deutschland reif, denn bei allen Ehren für Herrn Clark, ja, schon vor 15 Jahren hat der britische Historiker Niall Ferguson ein Buch veröffentlicht, The Pity of War heißt das, ist auch auf Deutsch rausgekommen, in dem er unter anderem sagt, der Eintritt Großbritanniens in den Krieg war die schlimmste Katastrophe, die das Europa jemals betroffen hat. Der also im Prinzip vieles davon vorwegnimmt. Und Ferguson ist damals noch, also vor ungefähr 14 Jahren, als entweder totgeschwiegen worden oder als Scharlatan hingestellt worden. Das ging damals offenbar noch, jetzt geht es nicht mehr. Vielleicht sollten wir das wirklich als optimistisches Zeichen nehmen, ja. Gut. Mit diesem positiven Ausklang sage ich ein herzliches Dankeschön für das sehr lebendige und auch in Phasen kontroverse Gespräch, so muss es sein, aber in der Kern, nicht aber, in der Kernaussage, in der Kerneinschätzung sind wir einer Auffassung und dafür ein herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, für das Interesse und die Aufmerksamkeit herzlichen Dank. Wir blenden die Internetadresse des Kompaktmagazins ein, weil sowohl Jan von Flocken wie Peter Feist zu zeitgeschichtlichen und geschichtlichen Themen dort immer wieder als Autoren zu finden sind und insofern zur Aufhellung von Geschichtsschreibung beitragen. Und das haben sie in der Vergangenheit getan und werden sie auch in der Zukunft tun. Ja, für das Interesse, wie gesagt, vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Thank you.